Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen Kingdom Come und wir versuchen heute, ja wir haben optional, wir haben ja verschiedene Optionen. Wir könnten, fällt mir gerade auf, wir könnten natürlich dafür sorgen, dass kein Geld mehr in der Kasse ist. Oder, wir müssen natürlich sorgen dafür, dass er das will. Oder wir benutzen, wir stehlen das Auftragsschreiben des Abtes von Baumeister Karel. Das können wir aber erst nachts machen. Das heißt, wir müssen... Wir müssen irgendwie ja, das ist, ja, müssen es irgendwie machen, dass es dunkel wird. Das kriegen wir hin, indem wir so machen. Und sagen 21 Uhr. So. Lassen wir die Zeit mal verstreichen. Und dann werden wir abends versuchen, das Schreiben zu stehlen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Kein Geld mehr in den Kassen bedeutet ja, wir müssen irgendwo einbrechen und uns dort, ja, dort sozusagen die Kohle an uns reißen. Und ja, das kann natürlich auch alles ein bisschen dauern. Weiß ich natürlich nicht. Mal gucken. Schauen wir mal, was wir da machen können am besten. So, es nähert sich der Wartezeitsende. Satt hat, wir sind natürlich nicht so satt mehr. Wir haben natürlich 8 Stunden jetzt rumgegammelt. Und Energie haben wir auch nicht so viel, wie ich gerade sehe. Aber naja, guck mal. Ein bisschen Energie ist weg. Aber Essen habe ich auf jeden Fall dabei. Das ist nicht das Ding. Hier, eine Brezel. Essen. Ah, wenn du schon da bist, noch ein paar Pilze. Kann nicht so schlecht sein. Hier ein Brötchen haben wir noch mit. So. Dann sind wir wieder satt. Und jetzt müssen wir dieses Schreiben stehen. Mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß es noch nicht. Warte mal. B, okay. Nur zu B. Einen Scheißhaufen. Ist gerade auch keiner drin. Muss ich aufpassen, dass nicht erwischt werden. Schleichen uns mal nach oben. Da schläft jemand. So, wir werden mal den Retterschnaps hier schnabulieren. Und dann speichern wir direkt hier ab. Können wir es von ihm stehlen hier? Mal gucken. Das ist schwer zu knacken. Probieren wir es mal bei ihm als erstes. Okay, ist ja dumm, dass wir mal gleich neu laden. Ja schon, dass wir das stehlen können. Also wir haben gesehen, da war ein Schlüssel, aber ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist. Aber egal, wir müssen versuchen, alles da rauszuholen, was geht. Müssen also schnell sein. Probieren wir es nochmal. Okay, aber was für Schlüssel haben wir jetzt geklaut da? Das weiß ich gar nicht. Hm.
Ist die Frage, ob wir das nochmal machen, dass wir vielleicht diesen Schreiben auch bekommen. Also damit kann ich auf jeden Fall das nicht aufschließen. Probieren wir nochmal zu stehlen. Ich probiere es nochmal. Oh. Was in Gottes... Was fummelst du da herum? Du bist tot. Ja, das geht ja natürlich auch nicht. Ach Mann. Ich muss ihn nochmal versuchen. Wir wollen natürlich was erfinden. Aber der Schlüssel, der hat uns jetzt ja nicht so weitergebracht. Muss man ganz kurz hier reingucken in die Quest. Was steht denn da genau? Connor würde lieben gerne im Bad. Stil des Auftragsschreiben. Okay, es ist also nicht der, der hier ist, ne? Bin ich hier verkehrt? Vielleicht auch im verkehrten Raum? Das kann ja auch sein, warte mal. Nee, muss hier sein, glaube ich. Ich sehe auch gar nichts hier drin. Nein, pack das weg. Vielleicht können wir ja noch eine Fackel mal reinsetzen hier. Ist vielleicht nicht so super, aber das machen wir trotzdem mal. Das muss da ja oben sein, ne? Das muss da ja da oben sein. Das ist auch gut. Wir gehen nochmal nach oben. Gucken nochmal oben. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was das noch sein kann hier. Ist diese Kiste, ne? Würde ich einfach knacken können? Das Schloss ist zu kompliziert, es geht nicht. Ich probiere nochmal jetzt was zu stehlen. Er hat zwei Schlüssel, okay. Also er hat zwei Schlüssel, das heißt, wir könnten doch theoretisch zwei Schlüssel da aus ihm rausklauen. Das probieren wir mal, weil dann könnten wir vielleicht das Schloss aufkriegen. Aber das müssen wir gucken, ob das klappt. Wohin nochmal? Okay, das war zu lange. Das war wirklich zu lange.
Okay, einen Schlüssel haben wir. Reicht uns ein Schlüssel? Mit zwei Schlüssel. Wir können jetzt diese Truhe aufschließen. Da wird es nicht drin sein, sondern es wird nur da drüben drin sein. Ich weiß, dass es total Verschwendung jetzt ist. Aber wir benutzen noch einen Retterschnaps. Weil wir haben beide Schlüssel. Und wenn wir jetzt geschnappt werden, dann wäre es super ärgerlich. So, dann gehen wir hin. Perfekt. Jetzt laufen wir wieder zu Karel und zeigen, dass er brennt da, setzt er seine Hütte? Nee. Können wir da einfach abends reingehen oder finden die das doof? Hallo? Hallo? Er schläft. Vielleicht mal trotzdem mit ihm reden. Mal sehen. Sei gegrüßt. Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sasau auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Okay. Gut. So, wo ist denn der Schreiber von Sasau? Kurz die Karte gucken. Okay. Ja, wir haben noch eine B, brauche ich gleich markieren. Perfekt. Okay, los geht's. Machen wir das noch in der Nacht jetzt hier, in der Nacht- und Nebelaktion? Ich glaube schon. Das ist mein Pferd. Perfekt. So, rauf. Ja. Können wir eine Abkürzung nehmen? Oder ist das eine dumme Idee? Ne, ich glaube, es geht noch. Brücke, dann müssen wir rüber. Man reitet doch einfach die Leute um. Ist auch komplett egal. So. Ich glaube, in der Nacht kriegen wir ihn wahrscheinlich nicht mehr geweckt. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, den werden wir jetzt natürlich nicht antreffen. Aber wir müssen das ja auch wieder zurückbringen irgendwann, ne?
Gibt es hier irgendwas, wo wir kurz übernachten können? Vielleicht da oben in der Schenke, dass wir da nochmal schlafen können vielleicht. Wenn die uns dann nochmal nehmen da. Ich weiß es nicht. Probieren es mal. Ist wahrscheinlich auch zu spät schon, ne? Händler. Kann man hier irgendwo schlafen? Fragen wir die Schankmaid mal. Allmächtiger! Nein, wollte ich nicht. Mach's gut. Ah, er hier ist er. Hallöchen, Wirt. Wer nichts wird, wird. Hat auch nichts. Mach's gut. Komm hier hinlegen einfach. Wir probieren es einfach mal. Und schlafen mal bis um 9, 10 Stunden. Wir gucken mal. Vielleicht werden wir auch geweckt gleich. Dann ist das so, aber vielleicht können wir uns ein bisschen erholen. Noch scheint es keinen zu stören. Und für uns ja ganz gut. Wir kriegen unsere Energie wieder. Ne, jetzt wurden wir geweckt. Was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du Entschuldigung. Bist, gibt's Ärger. Suchst du nach mir? Nee. Kann ich mich gleich einfach wieder da hinlegen, wenn er weg ist? Oder finden die das doof? Machen wir es nochmal. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber irgendwie müssen wir ja ein bisschen Energie bekommen. Und wir müssen mit dem Sasauer Schreiber sprechen. Oh. Verzieh dich oder ich geb dir Saures. Oh ja, Entschuldigung, ich wollte keinen Ärger. Was ist hier los? Was hast du hier zu suchen? Nichts, ich gehe. Kann ich bloß nicht weg. Jetzt okay. Gut, dann gehen wir jetzt zum Schreiber. Klingelt ja. Wir haben halt Glück. Und der ist schon wach. Ach ja, so ein Landleben ist schon hart. Tür ist die Tür auf, ob er schon wach ist, bezweifle es. Er ist auf jeden Fall kein Mann der frühen Stunde, das macht doch nichts. Die warten wir einfach die 3 Stunden. Da können wir auch, auf jeden Fall gleich Hunger, wie ich sehe, aber wir haben ja auch einen Bäcker hier in der Nähe. Da können wir dann noch gut was zum Einkaufen schnabulieren. Ich bin gespannt. Ja, ja, komm. Das Gute an dem Spiel ist ja wirklich, dass man machen kann, was man will. Man ist ja wirklich frei bei allen Sachen. Also, natürlich muss man die Handlung vorantreiben, aber man hat sonst eigentlich relativ viel Freiheit. Und da ist ja doch der Schreiber. Hallöchen. Ich hab einen Losungs- Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du... Ja. Ich soll dir etwas sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht mehr. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Die Losung? Das mit dem Fuchs? Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Gut. Na gut, gib mir 1 Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Niemals. Gott behüt dich. So, wir können ja ganz kurz mal was zu essen holen, wenn wir schon hier sind. Hier, seltene Waren aus der ganzen so. Welt. Reliquien Hallo, der Heiligen Wurst aus Italien. Sei gegrüßt, was brauchst du? Wurst! Ich brauche Wurst! So, bin Dörrfleisch auf jeden Fall. Ich liebe Dörrfleisch, zack. Räucherwurst, da kann ich 3 Stück von gebrauchen. Und eine leckere Salami. Danke.
Achso, die wollen wir kaufen, natürlich. Ich brauche nicht handeln, ich gebe dir das ganze Geld, was ich habe. Was hast du denn hier? Zwiebeln, die die stärksten Männer der Scharlatan? Mal gucken, was der Scharlatan? Ich kenne dich. Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Ist der bekloppt? Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Ich bin mal gespannt. Der Traum. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Heute ist mein Glückstag. Dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Was müsste ich tun? Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der... Okay. Das klingt ziemlich... Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Ich mach das jetzt nicht. Nein, ich will auf keinen Fall... Eine Schande, aber vielleicht... Okay, den reden wir jetzt nicht weiter. Hartes, frisches Fleisch, ein Hochgenuss, ob Wild, Schwein oder Rind. Naja, eine Stunde. Dann können wir gleich noch was essen. So, haben wir 2 Stunden gewartet, dann sollten wir auf jeden Fall den Brief bekommen. Aber sein Magen ist auch gleich schon ein bisschen knurren, oder? So. Macht er Mittagspause jetzt? Ich hoffe nicht. Er steht schnell draußen. Jetzt geht er rein. Hallo. Können wir miteinander reden? Danke. Ist es fertig? Ja. Und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Lebewohl. So. Also, wir haben das. Jetzt können wir erstmal was essen. Und dann können wir auf jeden Fall los. Wir essen Dörrfleisch. Essen. Und ich esse auch noch hier eine geile Räucherwurst. Wow, jetzt bin ich richtig satt. Gut. Wir müssen erstmal den Brief zurücklegen, bevor wir natürlich den anderen Kram machen. Ja. So, halten wir erstmal zurück. Knoblauch, Karotten, rote Beete. Aus dem Weg, Olle Markt. Okay. Hier ist die Bridge. Und hier rüber. Also mein Reiten wird einigermaßen besser, muss ich sagen. Immer noch nicht perfekt, aber immerhin besser als vorher. So. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir den zurücklegen können, ohne dass uns jemand entdeckt. Was ja auch nicht so einfach ist. Ich habe auch keine Lust, noch mal zu speichern. Dann müssen wir zwar alles normal machen, aber das Speichern ist immer so ein bisschen... Das ist immer so kostenspielig mit diesem Retterschnaps. Die kann man bestimmt als Chemiker, würde ich gerade sagen, als Apotheker auch nachmachen. Aber, ja, mal gucken. Aus dem Weg! Ich kann mich, glaube ich, hier mal sauber machen, kann das sein? Da soll ich mal jemand mit ihm mal reden, wer ist denn das? Baumeister Karel. Okay, mit ihm können wir natürlich jetzt nicht reden, wenn wir es zurücklegen, das wäre natürlich blöd. Die Frage, wie wir es machen. Können wir hier einfach stehen und... dass er wieder weggeht? Machen wir einfach. Warten wir bis 21 Uhr. Ach, das Warten ist auch ein bisschen nervig, ne? Könnte auch besser sein. Na los. Man kann es auch nicht schneller abdrücken. Das ist das Ärgerliche. Sonst wäre es richtig cool, wenn man einfach sagen könnte, oh, ich mach's hier ein bisschen schneller. Das geht leider nicht.
Na komm schon. Jetzt. So. Schnell mal hoch. Ach so, kann ich hier das reintun? Warte mal, ich muss gucken. Wo habe ich denn das Questgegenstand? Brief aus Warne, gefälschte Freistellung. Also, wo ist denn das Original? Das Original ist hier gar nicht drin. Da muss doch auch irgendwo drin sein. Da muss man auch wieder zurückpacken, denke ich. Karls Vertrag da, okay. Jetzt weiß ich nicht. Okay, jetzt mache ich es nochmal. Ich werde nochmal speichern, was ich weiß, ist total bescheuert, dass wir auch gar nicht mehr so viele Retterschnapse haben. Aber ganz ehrlich, ist ja total blöde, wenn wir jetzt erwischt werden und das Ganze nochmal machen müssen. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt gehen wir zu dem anderen und geben ihm das zurück. Bam. So, es ist ja auch noch nicht ganz so dunkel. Also wir können auch schnell hinrennen. Vielleicht haben wir Glück, wenn er ist noch wach. Das wäre fantastisch. Fantastisch wäre das. Hallo. Hallöchen. So, ach Quatsch, aber jetzt müssen wir uns natürlich wieder irgendwo hinlegen. Wir haben das natürlich gemacht, aber einmal reden wir noch mit ihm. Und dann müssen wir den Brief natürlich dem anderen Typen noch geben, ne? Gott sei mit dir, Junge. Was? Okay, es geht nicht. Wir müssen erst den Brief abgeben. Gut. Wir müssen Karel abgeben. Wir müssen uns trotzdem mal hinlegen zum Schlafen irgendwo draußen. Wenn es möglich wäre. Hier vielleicht? Ja. Ich hab auch keine Lust, wieder so lange zu warten. Das ist immer so ein bisschen... Ja, ich bin's. Das ist immer so ein bisschen blöd, ne? Gelöst. Kann natürlich sein, dass der Karel auch in der Schenke ist. Dann könnte man ihn vielleicht da geben. Hey, wo ist deine Fackel? Oh, warte. Ah, bitteschön. Uns mal hin. Und dann warten wir wieder bis 9. 12 Stunden warten wir jetzt einfach mal. Geil. 12 Stunden warten mal wieder. Das ist auch ein Highlight. Also das Spiel besteht echt viel aus Wartezeit, wie ihr merkt. lustig ist es nicht, gebe ich zu. So. Kann ich kurz mal aufstehen, meine Beine vertreten. In der Zeit, wo wir hier warten. So, Hunger werden wir auf jeden Fall haben. Und Energie haben wir fast gar keine. Wir müssen auf jeden Fall schlafen gleich nochmal. Erstmal was essen. Oh, aufstehen. Und dann ab zu... die Fackel können wir auch wegpacken. Boah, ist hier, komme ich durch? Ab und zu. So, als ob er nicht darüber steigen könnte, oder? Das ist totaler Quatsch. Na gut, gehen wir runter zu ihm und geben ihm das Schreiben. Da wird er sich freuen. Aber wenn er oben guckt, wird er natürlich wissen, dass wir ein Lügner sind. Aber dadurch, dass wir ihn zurückgelegt haben, wird er sich natürlich freuen. Hallo! Baumeister Karel. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja, immer wieder. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des
gestatte zu unterstützen, Erlaubnis Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Ups. Behüt dich. Gehen wir hinterher. Und wenn er das andere Schreiben findet. Ich hab nichts weggenommen. Wie kommst du denn auf so einen Scheiß? Ich bin eine ehrliche Haut. Also? Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Lebe wohl. Danke. Gut, dann holen wir Konrad jetzt schnell. Kaum ist er weg, setzt sich ein anderer dahin. Ist auch geil. Ja. Alter. Geh weg, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass mich durch, ich bin Arzt. Bitte macht einen FPS-Boost hierfür, das wäre super. Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Mann! Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei. Ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Echt ganz, kann ich irgendetwas mal leichter gehen? Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Es ist halt um Mitternacht auch schon nach dem Meuchler. Ganz ehrlich, kann ich mich da ins Bett legen bei dir? Darf ich das? Ich mache es jetzt einfach mal. Oh, 4 Stunden Schlaf. Geht nicht, okay. Naja, Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte ein bisschen Energie tanken bei dir. Das darf ich anscheinend nicht. So. Also halten wir Ausschau nach diesem Assi. Aber trotzdem brauche ich ein bisschen Schlaf hier. Wenn ich jetzt nochmal so lange warten muss, wäre auch doof. Was ist hier oben zum Beispiel? Kann man da oben hier irgendwo liegen? Auf dem Heuboden oder so? Was ist denn? Ich habe hier eine Kiste. Okay, das darf ich natürlich nicht. Ja. Ach, Leute. Das ist wirklich... Es ist auch nichts einfach hier, ne? Also es ist alles mit extreme umständlichen Sachen aber verbunden. Nicht so, dass man einfach mal sagen kann, okay, los, lass uns losgehen. Das funktioniert nicht. Gut, wir suchen uns irgendwo ein nettes, gemütliches Eckchen, wo wir schlafen können. Und dann, dann geht's los.
So, was sagt denn die Quest, was man jetzt machen soll, genau? Bringe mehr, okay. Für die Belagerung, okay. Konrad bedeutet einen gewissen Meisterpecher, der, wenn ich Konrad je nach Thalenberg bekommen möchte, muss ich herausfinden. Meister Kaiser Todesangst, denkt die hat er. Okay, naja, mach mal. Na gut. Dann müssen wir mal runter in die Schenke und mal nachfragen danach. Ach, dann können wir das mit dem Pferd machen. Dann fragen wir bei der Schenke nach, ob es jemand gibt, der etwas von ihm gehört hat. Ja. Langsam nervt's. Auf jeden Fall müssen wir es ja finden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Des heiligen Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all eure Leiden lindern. Greift zu! So, gehen wir kurz zum Händler nochmal. Gucken wir, was wir vielleicht gebrauchen können. Hallo. Mit dem Burger. So. Da. Händlerin. Hallöchen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich brauche mal einen Pecher. Kannst du mir etwas über einen Meister Peker sagen? Dieser Adlige, der kürzlich hier auftauchte? Es heißt, er logiere im örtlichen Gasthaus. Gut, dann gehen wir gleich zum Gasthaus. Lebe wohl. Ich will das auch nicht hier. Gut, danke. Fangen hier nochmal nach. Am besten aber den Wirt, damit wir auch was wissen. Guten Tag. Pecher. Kannst du mir etwas über einen Meister Peker? Das sagt mir was. Ist er ein Händler oder sowas? Nein. Das war einer, der so ähnlich hieß. Okay. Mach's gut. Ach, warte mal. Vielleicht kannst du doch mal was. Kann ich doch mal kurz handeln mit dir? Gott behüte dich. Da, Retterschnaps. Wow. Das ist ein bisschen viel. Gefällt schon mal mit ihm. Reden wir über den Preis. Gern. Ist gut. Hier, das zahle ich für dich. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. In Ordnung. Gut, dann mal kurz zur Schenke bzw. zum Gasthaus gehen. Wo er rezitiert. Gib mal rüber. Oh, ist auch ein lahmer Vertreter hier, unser guter Mann. Wo ist das Gasthaus? Da, okay. Komm her, Plötze. Eigentlich sind es nicht Plötze, ne? Plötze sind geile Namen fürs Pferd, finde ich. Immer noch. Ach, mit dem Witcher hat man immer noch im Kopf, ne? Das ist echt so ein. Das war echt eins meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen. Ich glaube, das ist für die Switch auch. Vielleicht sollte ich da mal ein Let's Play von machen, aber ich glaube, es interessiert wahrscheinlich keinen von euch. Nochmal den Witcher zu sehen, was haben so viele schon gespielt, ne? Kann ich auch verstehen. Wo ich da echt Bock drauf hätte.
So. Nehmen wir den Burger mal hier. Es ehrt mich, dass er... Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Fürchte nicht. Blöd. Mach's gut. Brauchen wir den Freskenmaler mal kurz. Gelobt sei Jesus. Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Sicher. Hab mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Anständiger Kerl. Okay, noch immer Geldsorgen? Und Meister Maler? Hast du noch immer Geldsorgen? Ja, leider. Bitte. Aber mein Angebot steht noch. Möchtest du nicht etwas kaufen? Oder eine Runde würfeln? Das ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich habe gerade... So. Gott behüte dich. Fragen wir nochmal den... So, fragen wir ihn nochmal hier. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Bestimmt. Gastiert hier zufällig ein gewisser Meister Paker? Sicher doch. Was hast du mit dem zu schaffen? Hier. Weshalb ist er hier? Warum so neugierig? Mein Meister gedenkt, Handel mit ihm zu treiben. Deshalb möchte ich herausfinden, ob er vertrauenswürdig ist. Er ist ein anständiger Kerl. Er zahlt und ist sicher kein Geizhals. Es heißt, er handle mit Stoffen. Wie sieht er denn aus? Ah, der ist nicht zu übersehen. Wenn ich seine Kleider verkaufen würde, könnte ich ein halbes Jahr davon leben. Okay. Was ist er für einer? Den Leuten ist er gediegen genug. Und mir? Hab ihm meinen halben Gewinn zu verdanken. Hab Dank. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Hm. Gut. Bezahlung im Voraus. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Okay. Gott behüte dich. Gut, Meister Pecher ist hier irgendwo. Wir jetzt mal hoch schlafen. Oh, das ist nicht mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. So. Nein, wir wollten schlafen. Das ist immer doof, aber wenn ich ja... Na gut, aufstehen. So, wir schlafen jetzt und dann gleichzeitig speichern wir auch. Gar nicht für so lange, aber so bis 18 Uhr. Ah, das ist gut. Mann, ey, jetzt machen wir so viel, nur um diesen Typen dahin zu bekommen, damit er diesen Triebock bauen kann. Und dann haben wir noch so viele andere Aufgaben. Wir müssen noch zu den Köhlern. Wir müssen noch, also es ist einfach arschviel Arbeit bei so einer Belagerung. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob nur Heinrich alles machen muss. Dann machen sie einen faulen Lenz. Was schade ist. Naja, schauen wir mal. Und es ist gleich 6:30. Danke. So, ausgeruht sind wir. Magen knurrt ein bisschen wahrscheinlich. Aber das macht nichts. Dafür unterwegs was dabei. So, gucken, ob der Meister Pecher hier unten ist. Vielleicht mal mit ihm auch reden. So, kurz mal so einen Topf. Ich bring's sofort. Burger. Ja, muss das sein hier, Pecher. Guck mir an, diese goldenen Klamotten. Wie geht's? Bist du Meister Paker? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skarlitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skarlitz? Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Hm. Sollen wir das sagen? Machen wir einfach mal. Halte dich von Meister Kieser fern. Kieser? Konrad Kieser? Weshalb sollte ich etwas mit ihm zu tun haben wollen? Er muss deinetwegen also nicht besorgt sein? Besorgt?
Gott, nein. Warum auch? Wir waren Freunde. Na gut, das wäre dann alles. Wie der Meister befiehlt. Gott behüte dich. Mein Gott, ey, jetzt müssen wir den Meuchler noch schnappen. Und dann sind wir doch soweit durch, oder nicht? So. Komm auch da oben irgendwo längs. Warte mal kurz. Ist auch ein Weg längs? Oder geht's nur da unten längs? Ne, müssen wir noch hinkommen, ne? Gut. Ja! Oh, falsche Richtung. Da. Dann reiten wir jetzt nochmal wieder zum Meister Kiesler. Der sollte sich aber freuen zu hören, dass er, ups, dass er keine Befürchtung haben. Och man, das ist auch echt hartnäckig hier, das Gestrüpp. Obwohl wir müssen, der Meuchler läuft ja noch hier rum, die müssen wir nochmal schnappen. Also wenn es wirklich ein Meuchler ist, vielleicht ist es auch irgendwas, was er sich einfach ausdenkt, Angst hat. Trotzdem werden wir heute Nacht da ein bisschen Wache halten müssen. So, wir erzählen aber ihm erstmal, was er nichts vom anderen befürchten muss. Und dann können wir immer noch sehen, was wir heute Nacht machen mit dem Ayopai. Aha. Hallo. Kannst du mit mir reden? Meuchelmörder, nach all dieser Zeit. Okay, wir müssen also erst das mit dem Mörder klären. Machen wir das. So, jetzt mal gucken, wo wir uns auch verstecken können. Hier drin vielleicht? Gucken wir uns mal kurz die Quest an. Nicht, dass wir gleich irgendwas verkehrt machen. So, halte um Mitternacht Ausschau nach dem Meuchler. Dann warten wir hier, ne? Das ist ja wohl am einfachsten, oder? Weil er kann ja wirklich nur da oder da längs gehen. Gut, dann schlafen wir nochmal hier. Um Mitternacht, hat er gesagt. Also in 5 Stunden. Machen wir. Dann speichern wir gleich auch noch einmal. Das ist vielleicht auch ganz sinnig. Nicht, dass da auf einmal einer ist, der... Vielleicht bin ich auch jetzt zu spät. Eine Minute zu spät und er hat schon ihm die Kehle durchgeschnitten. Warum die letzte Stunde nochmal langsam gemacht werden muss, das ist doch unverständlich. Weiß kein Mensch. Ist auch totaler Quatsch. Gut. So, warte mal. Eure Stimmen, nicht, dass er schon da drin ist. Na, können wir nochmal neu laden sonst. Hier ist doch niemand. Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? Na gut, gehen wir mal dahin. Ich verließ Prag oder etwa nicht. Warum wollen Sie mich jetzt töten? Wir warten? Ist das der Sinn? Er bat mich raus, um das nachts vor seinem Haus Wache zu halten. Okay, warte mal. Dann warten wir ein bisschen, ob da noch was passiert. Hier ist eigentlich ein gutes Versteck, oder? Hier sieht uns doch keiner.
Mal runter gegen die Hocke. Oh, es ist schon 12:30 jetzt. Laden das Spiel nochmal direkt ab der Stelle, wo wir gerade waren. Einfach um zu sehen, ob da noch jemand kommt. Nicht, dass ich da zu spät dran war. Hier gibt es eine andere Stelle, wo man sich verstecken kann. Wo es kein sehr gutes Versteck ist. Bleib trotzdem mal hier. Kommt auch hier keiner, oder? Es kommt auch keiner. Es ist schon jetzt nach 1, also wie lange muss man hier warten? Ich höre Stimmen. Da ist jemand. Da schleicht jemand, tatsächlich. Halt! Was machst du hier? Still um Himmels Willen. Du wächst das ganze Kloster auf. Ruhe! Um Himmels Willen, ich habe dich bei einem Mordversuch erwischt. Mordversuch? Was redest du da? Du hast mir ins Gesicht gesagt, dass du nur geschäftlich hier wärst. Dass Meister Kieser keinen Grund zur Furcht hätte. Und dann schleichst du hier vor seiner Tür herum. Kieser? Lebt er etwa hier im Kloster? Nun, ja. Hier in diesem Haus. Was hast du hier zu suchen? Das ist ein furchtbares Missverständnis. Ich habe ein langjähriges Abkommen mit dem Kustos, Sebastian vom Berg. Ich versorge ihn mit Salz und Gewürzen. Und ich kam ihm auf die Schliche, dass er mich wiederholt betrogen hat. Dieses Zerwürfnis ist schon ein Weilchen im Gange. Ich wollte mein Geld zurück, das ist alles. Ich hege keinen Groll gegen Konrad. Nun gut, ich nehme dich beim Wort. Aber hör auf, hier nachts herumzuschleichen und zu versuchen, ins Haus einzubrechen. Konrad hat Todesangst und ich brauche ihn bei klarem Verstand. Nun gut, klingt ganz nach ihm. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Gott behüte dich. Geil. Steht er jetzt? Nee. So, jetzt können wir miteinander reden. Nun, hast du jemanden entdeckt? Habe ich. Und? Kein Grund zur Furcht. Ich hielt die ganze Nacht Wache und nichts geschah. Einige Leute gingen vorbei, aber niemand Gefährliches. Und was ist mit Peker? Willst du damit sagen, er habe keine bösen Absichten? Genau. Er treibt bloß mit dem Kustos Handel. Seine Geschäfte führten ihn hierher. Nun, ich lasse mich aber lieber noch ein Weilchen nicht blicken. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Thallenberg. Endlich.
So, Timeback haben wir. Jetzt sind die nächsten Aufgaben dran. Oh mein Gott, ey. So, was haben wir denn noch hier für eine Quest? Also, Berichtemeister Favor von Kondrakesia. Das können wir natürlich machen. Okay, das machen wir. Ach, können wir aber hinreisen, ne? Ich habe jetzt keine Lust, da jetzt nochmal hinzulaufen. Also, lass mal gucken. Ach, auch. Schneller so, ne? Ah. Schnellreise. Naja, Schnellreise und Schnellreise, ne? Unsere Energie sackt auf jeden Fall runter. Ist ja auch ein ordentlicher Marsch. Aber ich würde sagen, ab hier hören wir auch auf. Denn wir haben ja die erste Aufgabe jetzt endlich gelöst. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann sind wir frisch und munter in Thalenberg. Bis dann. Tschüss.